Wir sind on. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes, unserer beliebten, begehrten und berühmten Fragerunde am Dienstagabend. In altbewährter Runde hier mit unserem Pferdephysiotherapeuten Chris Depsiel, unserem Partner in der Online-Akademie der Hofreitschule. Er selber hat auch eine Online-Akademie, sehr zu empfehlen, die nennt sich Pferdegesund bewegen. Einen schönen guten Abend, ihr alle. An meiner Seite? Tja, umwölkt von Licht und Sonnenschein, unser Hofreitmeister, mein lieber Mann Wolfgang Krischke. Und meine liebe Frau Christine Krischke, Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule. Und da ich so von Licht und, oder dass ich so von Licht und Wölk bin, liegt daran, dass unser Schreibtisch hier vorne so eine Einbuchtung hat und für uns beide da kein Platz ist. Ich muss immer ein bisschen weiter hinten sitzen. Die Sonne. Wolfgang. Ja. Ah, der glückliche Wolfgang. Ich muss genau. Im Schatten sitzen. Du sitzt in meinem Schatten. In der Sonne sitzen. Ich wollte einmal gucken, ob wir auch ordnungsgemäß online sind. Sieht zumindest so aus. Sieht so aus, ne? Mhm. Da unten. Jawohl, geht auch schon los und wir haben auch schon ein paar. Guten Abends von euch, ihr, die ihr uns so liebt, wieder zuhört und begleitet bei unserem heutigen Thema. Es geht nämlich um die Gerte oder den Stock. Oder die Peitsche. Das war natürlich so ein bisschen provokante Formulierung. Eigentlich wollte ich noch einen Nebensatz machen, aber es musste ganz schnell gehen, weil wir waren Sonntag schon so spät dran und dann zack, ist das einfach mal so rausgegangen. Ihr habt es aber schon genau richtig verstanden. So fragen uns viele, unter anderem auch Nadine Hai und Conny Fleischer, welche Gerten benutzt ihr denn in der Hofreitschule? Warum habt ihr keine Fiberglasgärten? Christa Dormann möchte wissen, welches Holz bevorzugt ihr für eine Gerte? Welches kann man sonst noch nehmen? Also Sperrholz geht nicht. Und Fieber, fangen wir mal mit Fiberglasgärten an. Die benutzen wir in der Tat nicht. Weil die sind im Allgemeinen träge, zu schwer. Und wenn sie ankommen, zu doll. So. Es gibt mittlerweile ganz gute Gärten, die sind aus Carbon. Carbon, genau. Ja, die meinst du. Genau. Die sind deutlich leichter und zum Teil auch sehr führig und ganz gut. Aber da wir uns ja auch in unseren Vorführungen in der Hauptsache in historischen Kostümen und Zeiten bewegen, halten wir uns halt an die historischen Gerätschaften, die man damals auch hatte, und das sind im Allgemeinen Holzgärten aus gewachsenen kleinen Ästen. Und zwar sind das diese sogenannten Jahrestriebe, die an den Obstbäumen häufig ganz gerade nach oben wachsen. Wir bevorzugen Quitte, die kriegen wir aus Portugal, aber mittlerweile schneide ich auch Hasel und das geht auch ganz gut. Erst habe ich mal gesagt, das wird zu hart, aber nein, wenn man die im Saft schneidet, werden die nicht sehr hart, sondern die bleiben schön elastisch. Ich habe gerade von einer Freundin in der Schweiz, die hat einen Apfel geschnitten. Und da dachte ich immer, Apfel bricht sehr leicht weg. Nein, ist auch eine sehr, sehr schöne Gerte. Von Pflaume haben wir es auch schon gesehen. Blutpflaume zum Beispiel haben so schöne Grabtriebe. Also in Wien, die benutzen Birken, die schneiden sie nach dem ersten Frost. Das eine ist das Aussehen, das andere ist eben auch die Führigkeit. Man muss eben ein Holz nehmen, was nicht leicht bricht, sondern so schön federt. Und die dürfen auf keinen Fall zu dick sein, die Stäbe, sondern die sollen ziemlich dünn auslaufen, ich sage mal vielleicht auf 2 mm oder so. Wo bekommt man eure Quittenholzstöckchen her? Habe ich schon gesagt, die holen wir aus Portugal. Das liegt ganz einfach daran, in Portugal isst man sehr viel Quittenmarmelade und Quittengelee. Und da gibt es riesen Quittenplantagen und die werden jedes Jahr zurückgeschnitten, die Bäume, dass sie nicht zu hoch werden, dass man an die Quitten rankommt. Und das sind dann, wie gesagt, diese Jahrestriebe, die da hochschießen. Und wenn die geschnitten sind, gehen die alten Männer, ein Teil der alten Männer, gehen dann in die Plantagen, suchen die sich Pflückenden. Genau, suchen sich die geradesten Äste raus, machen die noch einen Schnitzel, die so ein bisschen die kleinen Äste ab und alles, bündeln die, binden die zusammen und verkaufen sie dann auf dem Markt als Reitgärten. Und da bringen wir uns dann immer so ein paar Bunde mit, wenn wir da sind. Die letzten Jahre sind wir auch nicht hingekommen, haben wir uns mitbringen lassen, wenn jemand runterfährt. Hauptsächlich nach Golga, wer da mal hinfährt. In Golga ist das große Pferdefest. Ich glaube, über 800 Jahre ist das schon alt. Und da kriegst du die Dinge an jeder Ecke. Die an den Ecken sitzenden verkaufen sie dann da. Ja,
muss. Ja. Ich gendere. Okay, Sariba fragte uns ja, wo bekomme die hin? Die bleiben irgendwie besser, gerade wenn sie getrocknet sind, als meine Nussstöckchen. Die wollen sich immer wieder biegen. Deswegen nehme ich lieber eine Gerte aus Carbon derweil. Wenn die sich biegen, also die in Portugal machen das so, die legen welche so rum und welche so rum dagegen und dann machen sie Kabelbinder drum. Oder Gummibänder. Mehrere, oder ganz also dicke gewickelt. Gummibänder. Und zwar so alle 10 cm und die trocknen sich gerade, ja, diese Äste. Aber auch unsere Gärten werden, wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, werden die wieder ein bisschen weich und biegen sich zurück. Ich biege mir die immer vor jedem Reiten schön gerade und dann halten die auch eine Trainingseinheit. Genau. Dafür sind sie schön elastisch. Wenn die ganz trocken sind, brechen auch die Quittengärten. Jetzt hatten wir mehrere Fragen von euch über die Länge. Welche Stöckchenlänge nehmt ihr für bestimmte Arbeitsweisen beim Pferd? Bei den Naturhölzern welche Länge und welche Dicke im Handbereich, fragt Imke Greve. Bevorzugt ihr, hat sich für euch als gut herausgestellt. Imke, du hast ja schon welche mitgenommen. Ja, für mich als Augenmaß, bevor ich zur Gartenschere greife und Nachbarshölzer bearbeite. Ich habe die Erlaubnis. Also ich denke, das liegt an der, naja, es sind so 1,20 Meter bis, ja. 1,10 Meter bis 1,40 Meter. Ja, so. Man kann die ja vom dicken, wenn sie einem zu lang sind, schneidet es vom dicken Ende einfach etwas ab. Das dicke Ende schätze ich mal so auf 4 bis 5 Millimeter. Und wie gesagt, die können dann auf null auslaufen. Dicker, 8 Millimeter. Aber also, ich mag es gerne, wenn die in der Hand dick sind und dann aber relativ zügig dünn werden, weil die so stabil sind und dann ist es doch eher ein Stöckchen als eine Gerte. Ich mag nicht, wenn die Dinger so federn, weil wenn ich sage tick, dann will ich, dass das auch so ankommt und nicht erst so la 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 pitch und dann peitscht, sondern ich will anklacken. Doch, du hast recht, das ist auch ein Zentimeter. So. Das ist auch ein Zentimeter, vielleicht bis 1,2 Zentimeter, also 8 bis 12 Millimeter, schätzen wir mal so. Aber Leute, es liegt nicht daran, also man kann nicht besser reiten, wenn der Stock perfekt ist. Aber er muss gut in der Hand. Okay, da können wir ja eigentlich jetzt hoffen. Du kannst ja noch von deiner Gerte erzählen, die ist eine Besonderheit, ne? Der kommt ja dann. Ach, der kommt noch, okay. Ja, geprüft. Das berühmte Haselnussstöckchen, wie breitet ihr es auf? Abschneiden, fertig und nutzen? Oder wird die Gerte noch lange behandelt und danach weiter gepflegt? Wie lange hält sich eine Naturholzgerte bei euch? Früher gab es die Gerte mit einem steckbaren silbernen Pferdeköpfchen. Die gibt es immer noch. Ja. Ja, bearbeiten muss man die Stöckchen meistens, wenn man sie abschneidet. Da sind ja die kleinen Triebe dran, die im nächsten Jahr wieder Knospen bilden werden, wo Blättchen rauskommen. Die muss man halt mit einem sehr scharfen Messer abschneiden, ohne den Trieb zu doll einzuschneiden. Sonst wird er da an der Stelle brechen. Also wirklich sauber mit einem ganz scharfen Messer abschneiden. Das ist das Einzige, was wir damit machen. Und dann, wie gesagt, gerade mit anderen Stöckern zusammen trocknen. Dick auf dünn, immer so gegeneinander. Das ist alles. Und wenn man dann so ein Stöckchen in Gebrauch nimmt, dann sind die manchmal zu trocken, je nachdem, wo man sie lagert. Dann ist es ganz gut, wenn man die vorher ein bisschen nass macht. Oder ich mache das gern mit Pferdespucke. Ich glaube, vom Keks geben. Ich lege die einfach abends auf den Reitboden, da unser Reitboden sehr, sehr feucht ist. Ziehen die sich über Nacht dann das Wasser, was sie brauchen, und dann sind die am nächsten Tag ganz elastisch, die Dinger. Genau. Also wir haben tatsächlich im Moment beide an unsere Tuschiergärten ans andere Ende ein goldenes Pferdeköpfchen aufgeschraubt, aufgesteckt, ne? Mhm. Aufgequetscht. Wie lange hält eine Naturholzgärte bei euch? Ich habe ja, Chris wollte schon darauf hinaus, eine spezielle. Meine gabelt sich vorne. Etwa so lang sind die beiden, ja, dünnen Verlängerungen. Ja. Ne? Und die hält jetzt so 2 bis 3 Jahre? Nein, die hatten wir schon vor Corona. Nee. Ja, Corona ist auch erst 2 Jahre. Ja. 2 bis 3 Jahre hast du die. Die hatten wir schon. Du hattest sie 1 Jahr und dann habe ich sie übernommen. Ja. Und dann kam Corona.
Was hat die denn mit der Gerde zu tun? Nein, die Länge. Die Frau. Naja, egal. Also ich sage, 3 Jahre gibt es nicht. Egal. Also ja, hier gibt es 3 Jahre, weil die hat vorne 2 Spitzen und diese Spitzen laufen, glaube ich, auf 0 aus und da wagt sich niemand dran an diese Stöckchen, weil jeder weiß, das ist Christins Stöckchen. Genau. So, und mein Stöckchen, das war, ist das andere mit dem Pferdekopf. Die hält auch schon ziemlich lange, allerdings ist vor kurzem mir die Spitze abgebrochen und zwar nicht auf einem Pferd, sondern unter einem Pferd ist da drauf getreten. So, aber die war auch so 3 Jahre vielleicht alt oder 2 Jahre, weiß ich nicht. Das heißt, ich habe die Wette gewonnen. Cool. Naja, wenn man sie nicht zum Strafen nimmt, halten ja ein Leben lang in Portugal in der Schule, sagen die, das bringt Unglück, wenn die abbricht. Und wir hatten es eigentlich auch mal eine ganze Zeit lang so, dass jeder seine Gerte gekennzeichnet hat. Ein paar von uns haben sie auch gekennzeichnet und die fasst auch niemand an. So, und von daher halten die eine Ewigkeit. Und ich bin auch ganz stolz darauf, wenn die so schön lange halten. Ja. Christina Miranda und Miechen Fahr haben so mehr oder weniger das Gleiche gefragt. Darum fasse ich es mal zusammen. Benutzt ihr für verschiedene Übungen unterschiedliche Stöckchen? Zum Beispiel für ein ruhiges, zum Beispiel ein ruhiges zum Reiten und gezielt, wenn nötig, unterstützen und für die Piaffe an der Hand etwas Lebendigeres und Längeres. Und mit welcher Gerte beginnt ihr bei Jungpferden, fragte Conny Fleischer. Bei Jungpferden habe ich da in der Ecke immer so einen Baseballschläger stehen. Mhm. Damit fange ich an, aus Hickory-Holz, der geht nicht so schnell kaputt. Ironiemodus an. Nein, wir benutzen... Ironiemodus aus. Ja, wir benutzen... tatsächlich unterschiedliche Stöcker für unterschiedliche Arten des Trainings. Aber für Jungpferde keinen anderen Stock als wie für andere, ältere Pferde, weil die Jungpferde kriegen auch nichts damit auf, als Strafe drüber gebrutzelt, genau wie bei den Alten. Weil wenn man damit einmal anfängt, dann weiß ich nicht, wo es endet oder es sollte nicht so enden. Das Einzige, was wir tatsächlich haben, ich benutze meistens ein kürzeres, härteres Stöckchen, dafür, wenn ich Pferde zum spanischen Schritt bringe, weil da möchte ich ein Stöckchen haben, das ziemlich genau auf den Punkt tipp, tipp macht. Auch gar nicht federt. Ne? Und gar nicht federt, sondern das muss auch so ein bisschen reizen. Und für die Piaffe selbstverständlich am Boden habe ich einen relativ langen Stock. Ich schätze mal 1,20 Meter, 1,50 Meter. Vom Boden aus. Für den spanischen Schritt oder Nein, für die Piaffe? Oh, 1,40 ist der lang. Ja, das ist wirklich ein ziemlich langer Stock. Da haben wir auch nur 2 von. Und wie du auch sagst, ziemlich lebendig, ja. Er ist weich. Er darf nicht hart sein. Also ich mag es nicht, wenn man für die Piaffe, wenn man die Pferde zu hart antippt, die kriegen, also viele Pferde kriegen eine Angst. Muss naja, man vorsichtig und du sein. Erreichst den entscheidenden Moment, wo du Bewegung initiieren möchtest. Den triffst du manchmal nicht genau mit dem langen Stock. Da kommt das zu spät an und du bringst dein Pferd eher in einen Tölt, weil du diesen schönen, gleichmäßigen Rhythmus durch dein Anticken, du sagst Energie und das Pferd sagt, oh Gott, jetzt! Und verliert den schönen Rhythmus. Und das ist in der Piaffe wenn man rhythmisch unterstützen muss, was wir nicht häufig machen, aber es gibt Pferde, wo man es machen muss, ja. Und da ist es wichtig, dass der Stock auch wirklich dann ankommt. Also es ist ja nicht nur ein verlängerter Finger, so nenne ich das immer, dass der Stock dann ankommt, wenn er ankommen muss und nicht noch lange nachfedert und im Grunde der Fuß dann zu spät nach vorne gesetzt wird. Ja, und ansonsten beim Reiten haben wir auch relativ lange Stöcker. Die sollen übers Bein gehen und wir touchieren im Allgemeinen hinter dem Bein, als hätten wir einen Sporen. Denn es macht ja wenig Sinn, mit der Gerte hinten an der Gruppe rumzufummeln, wenn das Pferd sich in der Mitte biegen soll. Kommen wir auch zu den Positionen. Ja, da kommen wir noch. Gut, okay. Jetzt haben wir erstmal die Sabine Fion und Christine Schubert, die 2 Fragen in eine Richtung. Einerseits möchte ich, dass mein Pferd der Gerte kompromisslos weicht. Beim spanischen Schritt soll ich hingegen loben, dass es gegen die Gerte antritt. Kann das bei eher dominanten Pferden nicht auch gefährlich werden? Und Christine Schubert, mich beschäftigt immer noch die Frage, ob das Pferd dem Stöckchen weichen oder dagegen gehen soll, letzteres beim spanischen Schritt. Oder lässt sich beides mixen? Natürlich lässt sich beides mixen. Also ich will nicht, dass mein Pferd bedingungslos der Gerte weicht. Das soll meinem Körper weichen. Das heißt, wenn ich die Touché-Gerte anhalte und ich gehe
einen Schritt drauf zu, soll das Pferd weichen. Wenn ich aber an meinem Platz bleibe, soll sich das Pferd nur bewegen am Platz. Ich will ja auch irgendwann mal frei in der Bahn piaffieren können, ohne dass ich, wenn ich die Touchiergerte waagerecht halte, das Pferd um mich herum rumkreise. Also für uns ist der Zeigeweg die Hälfte der Touchierarbeit. Also der Weg, wenn wir die Gerte aufs Pferd zu bewegen. Diesen Weg sehen die Pferde schon und darauf reagieren. Also wenn wir Pferde trainieren, nach einigen Wochen wissen die schon, wofür die Gerte da ist. Und wenn wir dann sagen, so, ich halte jetzt die Gerte Richtung Fesselkopf, unten beim Piaffieren zum Beispiel, heißt das, setz dich mehr. Ja? Oder über Sprunggelenk, tritt vielleicht ein bisschen mehr vor oder so. Das wissen die Pferde, wo man hinzeigt und wie für einen spanischen Schritt. Wenn ich die Gerte dann Richtung Buckgelenk vorne zeige, dann weiß das Pferd auch, aha, da kommt ein spanischer Schritt. Oder ich zeige die Gerte Richtung Mitte des Leibes, hinter das Bein und weiß das Pferd, es soll seitwärts ausweichen und es biegt sich dementsprechend. Wie gesagt, der Zeigeweg ist die Hälfte der Gärtenarbeit und den machen wir schön langsam. Den machen wir nicht so zack, sondern da geht die Gerte hin, da geht die Gerte hin, da geht die Gerte hin. Also der Weg, mehr auch eine Konditionierung, ne? Genau. Weil eigentlich viele Dinge, die die Gerte in der Verwendung macht, sind nicht unbedingt, ich sag mal, Reaktionen direkt auf die Gerte, sondern auf das, was das Pferd in Verbindung mit der Gerte gelernt hat. Mhm. Ja, es merkt sich vielleicht auch das Stimmkommando, was damit dazugekommen ist, es merkt sich die Lektion, die abgerufen worden ist, die Energie, das innere Bild und all die Dinge, die da einhergehen, auch den Platz. Du erklärst ja immer, dass du den spanischen Schritt so immer an derselben Stelle machst oder die Piaf an derselben Stelle. Weil wenn man so auch in die Historie guckt, Boucher zum Beispiel hat die Gerte so konditioniert, dass das Tippen gegen den Bauch ein Vorwärtsimpuls für das Pferd war. Also das, was man erstmal so gar nicht mit der Gerte verbinden würde. Also er klopft vorne oder hält vorne die Gerte gegen die Brust und das Pferd soll dagegen laufen. Also nicht den Bauch, sondern die Brust. Okay, du hast Bauch gesagt. Gegen die Brust. Entschuldigung, ne? Ja. Das haben wir auch letztens von einem spanischen Trainer gesehen. Die Frage ist richtig beantwortet. Das Pferd soll sowohl weichen als auch gegen die Gerte gehen. Und das Pferd kann das lernen. Zum Beispiel bei einem Cabrioleur ist es so, ich einem Pferd die Kapriole beibringen, muss es auf Gärtentupfen ausstreichen, sprich ausschlagen. Und dann, das schule ich beim Pferd, indem ich oben auf die Kruppe tippe, oben drauf auf die Kruppe. Und irgendwann kommt dieser Reiz und das Pferd springt erstmal hinten hoch und später schlägt es aus. Da lernt es auch, der Gerte entgegenzuspringen. Muss man natürlich dann später wissen, was man tut. Wenn man da nochmal drauf klopft, dann steht jemand hinter, ist nicht ganz so gut. Aber beim spanischen Schritt, du hast auch vollkommen recht, wenn du ein Pferd hast, das sehr agil ist, vor allem wenn ihr kleine Kinder habt, die noch nicht so richtig dirigierbar sind, da wäre ich auch, das hat mir auch letztens schon mal irgendwo besprochen bei einer Besprechung, wo ich gesagt habe, ist gar nicht lange her, hatten wir das Thema. Was willst du denn sagen? Dass man bei solchen Pferden vielleicht mit dem spanischen Schritt erstmal noch warten sollte. Ach so. Oder wenn ihr viele Leute habt, die mit den Pferden umgehen und nicht wissen, was dabei los ist, also der spanische Schritt ist ein tolles Tool, ein tolles Werkzeug, aber in der gesamten Reiterei ist es so gut wie nicht beschrieben. Für uns ist es wichtig, hier in der Hofreitschule in Bückeburg und in meinem Trainingskonzept, aber es gibt genügend Trainingskonzepte, die komplett darauf verzichten. Es geht auch ohne. Es gibt auch Trainingskonzepte, die komplett auf eine Gerte verzichten. Ja, auch. Also. So, dann mache ich mal weiter. Ulrike Roch, was genau ist die Funktion der Gerte? Eben haben wir schon, Chris hat das ganz schön zusammengefasst, das ist also ein weiterer Trigger für Konditionierung, ne? Also ein Verdeutlicher, was man will, Stimmkommando, Idee und eine Lektion wird da miteinander verknüpft. Wofür ist eine Gerte noch da? Bewegungsimpuls setzen? Ja, Bewegungsimpuls, entweder nach vorne oder zur Seite oder in die Höhe, wie auch immer. Also ja, wir kommen ja, glaube ich, auch noch mal etwas anders dazu, aber es ist ein Gleichgewichtstool, weil die aufrechte Gerte beim Reiten jetzt erstmal gar nichts mit dem Zeigestock zu tun hat, sondern es ermöglicht mir, meine Zügelhand beim einhändigen Reiten entsprechend auf der anderen Seite als Gleichgewicht auszugleichen durch dieses entsprechende leicht schräge Hochhalten der Gerte, kann ich mein Gleichgewicht besser halten beim einhändigen Reiten. Ja,
vor allen Dingen, wenn ich die Gerte, wie es in der modernen Reiterei gemacht wird, ich gehe noch ein bisschen zurück, im Sattel die Gerte so halte, dann kommt es auch schnell vor, dass ich mit der Schulter runterhänge. Und das ist der Grund, warum die Gerte in der Mitte vorne gehalten wird, damit man gerade sitzt. Ja, dazu, dass du nicht abknickst. Dazu sein, auch nochmal gesagt, also auch unabhängig vom Material der Gerte, das, was du gerade gesagt hast, wird ja meistens dann beim beidhändigen, zweihändigen Reiten gemacht. Das heißt also, ich habe die Gerte dann noch in einer der beiden Hände und will dann noch etwas mit der Gerte machen. Das heißt also, da kommt immer ohne Umschweife auf jeden Fall was im Maul an. Ja. Egal, was ich mit der Hand dann ausführe, um was mit der Gerte zu machen, es kommt im Maul des Pferdes an. Und, das hat man gerade auch ganz schön gesehen, man wird selber schräg. Also man bringt sich aus dem Gleichgewicht, man verändert seine eigene Statur, seine eigene Statik und damit auch die Statik des Pferdes. Hm. Ja, dann ist das ganz gut erklärt, glaube ich. Eva Schetter, wann findet so etwas wie die Gerte erstmals Erwähnung in der Literatur? Ich habe mir da was zurechtgelegt vom Xenophon, 400 vor Christus. Ja. Ferner ist es gut, nicht ununtersucht zu lassen, ob auch durch Schläge gereizt es dennoch auf die gleiche Weise gehorchen möge, das Pferd. Ein ungehorsamer Diener und ein ungehorsames Heer sind gewiss unnütz. Ein ungehorsames Pferd aber ist nicht nur unnütz, sondern tut auch oft so viel Schaden, wie nur ein Verräter tun kann. Ah, das ist jetzt die Fortsetzung von letzter Woche. Ich wollte es einmal haben. Also er spricht davon, dass wenn man ein Pferd kaufen will, es mit einem Stock zu ärgern und zu gucken, ob es dann immer noch funktioniert oder ob sich es gegen den Reiter auflegt. Das finde ich eine Erwähnung von einem Stock, Gerte, wie auch immer. Also das gibt es schon ganz, ganz lange. Ja, man hat ja Pferde, die Vergangenheit haben. Gibt es natürlich Pferde, die panische Angst vor der Gerte haben, die vielleicht den Stock auf die falsche Art und Weise mal erklärt bekommen haben. Was aber nicht sein muss, das möchte ich ganz bewusst dazu sagen. Wir haben selber Pferde hier aufgezogen, wo ich alles weiß vom Pferd, alles von der Geburt an. Und die hatten auch einen Mordsrespekt später bei der Handarbeit vor der Gerte. Und da kann ich für garantieren, dass die Gerte niemals negativ kennengelernt haben. Von daher, das ist also wenn mir ein Pferd oder wenn ich ein Pferd in die Finger bekomme, was große Angst vor der Gerte hat, dann muss man nicht unbedingt immer gleich darauf schließen, dass dieses Pferd mal schlecht behandelt worden ist. Das muss nicht sein. Der Ulf Bestmann möchte wissen. Ja, ganz kurz nochmal, wann findet es Erwähnung in der Literatur? Also meines Erachtens ist es ja nach Xenophon dann auch erst die italienische Reitkunst, wo dann Bücher auch mit Kupferstichen dann entsprechend zu finden sind. Und in denen sind alle mit aufgestellter Gerte zu finden. Also gibt es eigentlich zumindest dazwischen, wissen wir nicht, wie die Gerte verwendet worden ist, aber ab da ist sie in erster Linie tatsächlich in der Reiterei vor allem zum Zeigen. In der Bodenarbeit, Handarbeit sehen wir sie, an der Longe sehen wir sie und im Sattel immer als aufgestellte Gerte. Genau. Ulf Bestmann hat auch noch eine Frage zu historischen Zusammenhängen. Mich würde interessieren, was historisch während der Ausbildung benutzt wurde. Zu welchem Zweck wurden dann später in repräsentativen Situationen beim Kampf oder in der Arbeit noch Gerten mitgeführt? Spätestens wenn Schwert, Degen oder Garrotscher getragen wurden, war ja keine Hand mehr frei für die Touchierstöckchen. Das Stöckchen ist ein Ausbildungsinstrument. Das ist natürlich nicht mehr möglich in der Hand zu halten, wenn man seinen Job machen muss, ganz klar, dann ist das weg. Genau, dann haben die Pferde das auf andere Hilfen, nämlich auf Stimmhilfen, Gewichtshilfen, andere Balance beeinflussende Hilfen. Kommen wir da noch drauf, auf die Stimmhilfe in der Verbindung mit der Gerte? Ja. Sonst können wir es jetzt machen. Kannst du auch. Also, es nutzt eigentlich gar nichts. Chris, du hast gerade von Konditionierung gesprochen. Es nutzt überhaupt nichts, die Gerte alleine einzusetzen ohne Stimme. Da haben wir nicht den Lernerfolg, den wir haben wollen. Denn wir wollen ja irgendwann Gerten unabhängig werden. Keine Gerte, kein spanischer Schritt. Hier war eine Mücke. Keine Gerte, kein spanischer Schritt. Keine Gerte, keine Piaffe. Das wäre dumm, wenn man sein Pferd so abrichtet.
sondern die Gerte soll helfen, das schöner zu machen, aber die Gerte soll es nicht auslösen später. Ja, also zünden muss das Pferd auf die stimmliche Hilfe bzw. Sitzhilfe. Das heißt, bevor ich die Gerte antippe, bevor ich sie einsetze zum Touchieren, muss immer eine Stimmhilfe kommen. Und zwar die Stimmhilfe, die ich dafür brauche, für, je nachdem für das, was ich machen will. Ich habe einen anderen Schnalzer, da haben wir aber auch schon zigmal drüber gesprochen, für den spanischen Schritt, wie für die Piaffe und so weiter. Also muss ich dann diesen harten Schnalzer zum Beispiel vor dem Gertentipp geben, damit das Pferd immer weiß, wenn kommt eventuell auch der Tipp mit der Gerte dazu. Wenn ich nicht das gewünschte Verhalten zeige. Genau. Also das gehört unbedingt zur Konditionierung dazu. Und was dann zur Konditionierung noch dazu gehört, das haben wir noch gar nicht beschrieben, ist nach erfolgter Arbeit oder nach erfolgter Bewegung, die wir uns erwünscht haben vom Pferd, das Abstreichen mit der Gerte. Das Lob mit der Gerte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Pferd keine Angst vor der Gerte kriegt, sondern dass es die Gerte kennt, die Gerte streichelt und die Gerte tippt. Aber sie straft nicht. Und später im Krieg oder auf der Parade oder so, da hatten die keinen Stöckchen dabei. Da sind die einhändig geritten und... Wie sähe das denn aus bei einer Parade, wenn du eine Gerte in der Hand hast? Na, ja. Also eher dann so eine Fahne mit einem Wimpel oder ja. Okay. Eva Schetter, wie sortiere ich zum Beispiel bei der Handarbeit Zügel und Gerte in einer Hand? Ändert ihr bei jedem beim Reiten, ändert ihr bei jedem Handwechsel auch die Gertenhand? Wie gebt ihr die Gerte in die andere Hand? Bitte gebt uns praktische Tipps. Also erstens, in der Handarbeit, Zügel und Gerte in einer Hand. Ich hole mal den Stock. Wie können wir das am besten zeigen und nicht in der Theorie erklären? So, Chef, geht los. Na, hoffentlich geht er nicht an Haselnussstrauch jetzt. Ich nimm doch einen Kugelschreiber. Ah, ich hab hier was. Oder einen Filzer. Ah, ich hab hier was. Ja. Ich habe hier einen Zauberstock. Jubelt. Von der Zauberpferdeshow. Oh ja, soll ich dir die Lampe oben drauf anmachen? Die geht nicht mehr, die Batterie ist alle. So? Ja. So, also, für die Handarbeit. Ganz so beleuchtet. Wenn ich, dann muss ich auch noch einen Zügel holen. Du könntest ein Kabel verwenden. Nein, Zügel habe ich hier hängen. Ich habe lauter gesammelte Werke. Kabel. So, wenn jetzt der Lederriemen nach oben am Pferd hängt, dann habe ich bei der Handarbeit die Gerte auf dem Zeigefinger liegen und den Zügel habe ich hier in der Hand. Das ist der äußere Zügel, der über den Widerriss oben läuft. Ja? Den anderen Zügel habe ich ja halt mal das Ende hier hoch. Den anderen Zügel habe ich ja hier vorne am Kopf in der Hand. So, und wenn ich jetzt hinten touchieren will, dann kann ich das ganz leicht machen, indem ich den Stock praktisch zum Pferd hinwende. Ich kann ihn hochnehmen, ich kann ihn tief nehmen, ich kann ihn hinwenden. Beim Führen an sich, wenn ich zum Beispiel Seitengänge mache, möchte ich nicht mehr an der Kruppe hinten rumtippen. Dann nehme ich den Stock anders, dann lasse ich den Stock so hängen und habe den Zügel mit in der Hand. Und jetzt kann ich mit dem Stock am Körper, am Bauch, tippen, da wo das Bein liegt. Tipp, tipp. Oder ich kann sogar unter dem Bauch tippen und sagen, richte mal dein Widerrist auf. Ja, tipp, tipp. Wie gesagt, einmal habe ich den Stock auf dem Finger liegen, auf dem Zeigefinger, habe den Zügel mit in der Hand. Das ist so Seitengänge. Das ist Seitengänge, Ausweichen, Vorhandwendung und solche Geschichten. Ja, oder Piaffarbeit, so. Ja. Und für das Seitwärtsrichten in den Seitengängen habe ich den Stock so in der Hand, um so zu arbeiten. Okay. Und die Übergabe so beim Reiten? Beim Reiten habe ich die Zügel in der linken Hand, zum Beispiel. So, habe meinen Stock hier oben. Und dann kann ich natürlich hier arbeiten. Habe ich den Stock so in der Hand. Dann nehme ich den hoch, lasse ihn fallen und nehme ihn so in die Hand. Jetzt habe ich ihn auf der rechten Seite zum Touchieren. Durch hier, vorne, hinten, egal wo ich muss. Aufrichten wieder, hoch, mit dem Finger hier, aufstellen, auf die andere Seite gehen. Naja, ich wechsle dann auch die Zügelhand.
Aber das ist ja unten drunter ganz leicht. Ja, oder wenn man die Zügelhand wechselt, dann nimmt man es einfach rüber. So. Genau. Das ist keine große Fähigkeit. Das ist keine große Kunst. Ja. So, ändert ihr bei jedem Handwechsel auch die Gärtenhand? Ich nicht. Ich ändere die Zügelhand, aber die Gärtenhand nicht. Ich wechsle auch die Zügelhand nicht, von daher auch die Gärtenhand nicht. Es gibt fleißige Leute, die ständig alles wechseln, und faule Leute, die es nicht wechseln. Obwohl doch, wenn ich die Zügelhand wechsle, habe ich ja nicht Zügel und Dings. Nee, da wechsle ich tatsächlich. Wechselst du auch die Gärtenhand? Ich greife da rein und gebe das rüber. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. So, erklärt dir nochmal, warum mittig nach oben halten und ob das nur fürs Einhändigreiten gilt. Aluxiana Höhne fragt, was ist das? Ich mache das auch, wenn ich zweihändig reite, weil, was ich eben gesagt habe, dieser Weg der Gärte, das Zeigen, das ist die Hälfte der Gärtenarbeit. Ich mache das auch, wenn ich zweihändig reite, habe ich die Gärte auch aufgestellt. Ja. Ganz kurz, weil mittig nach oben ist natürlich genau die Frage. Das ist so ein bisschen auch ausprobieren, wo es am besten ist, ob es wirklich gerade nach oben ist, meistens eher nicht Gleichgewicht fördernd, wenn ich jetzt also gerade nichts zeigen muss, nichts tippen muss, sondern eher so leicht schräg. Das ist eigentlich meist genau leicht zur anderen Schulter. Das ist meist gewinnbringender fürs Gleichgewicht, aber das ist so ein bisschen auch ausprobieren, wo fühle ich mich da besser in der Mitte. Ja. Kai Jäger fragt, kann man den Säbel auch als Gärt benutzen? Im Feld mit der flachen Seite auf die Gruppe tippen als Beschleuniger. Generell, wir benutzen die Gärte nicht als Beschleuniger. Theoretisch könntest du das machen, aber wenn du dir mal einen echten Säbel angeguckt hast, so dein echtes Schwert, dann würde ich das nicht machen, weil was sieht immer so rot danach hinten auf dem Pferd? So schartig, ne? Die sind sauscharf, die Dinge. Scharf und schartig. Ja, also nein, das haben die nicht gemacht. Dafür waren die zu scharf. Das kannst du mit so einem Mittelalter-Ding machen, was man heute auf dem Markt kaufen kann. Aber eine echte Waffe war wirklich sehr scharf. Ja. Nicole Schumann, ihr sagt ja immer, wünschen, bitten, fragen, fordern, durchsetzen. Ihr, wer es nicht kennt, die fünf Intensitäten. Wünschen, bitten, fragen, fordern, durchsetzen. Die meisten Reiter kennen die Gärtenhilfe ja nur als Klatsch und drauf. Jo. Wie setzt ihr die Gärte differenziert ein? Was und wie ist eure Gärtensprache? Erst die Stimme. Also, dann zeigen. Nee, erst zeigen. Erst der Weg, dann die Stimme, dann der Tupfer. Erst die Stimme, dann der Weg. Das ist viel zu lange. Ist doch der Verstärker. Nicht? Mach du, ich mach's anders, mach du es so. Aber dann kannst du ja nie ohne Gärte reiten. Natürlich. Ich zeige ja erstmal schon, dann wollte ich gar nicht schnalzen. Weil das ist ja mein Sitz auch. Wir wollen doch aber später nur schnalzen. Das funktioniert so. Ich mache so. Und der Schnalzer kommt, wenn ich wirklich antippe. Bei mir. Lass mir das mal so stehen. Lass mal so stehen. Ja, denn ihr könnt Hofreitmeister ja, Special. Ihr könnt ja mit dem Stock oben schnalzen, solange ihr wollt. Wenn da nichts kommt und ihr den Weg dahin zeigt, dann kommt der Gärtentipp ohne Schnalzer. Das ist, der Weg ist viel zu lange. Ich wiederhole den Schnalzer selbstverständlich. Ja gut, wenn du ihn wiederholst, dann ist natürlich eine andere Sache. Aber der muss doch erstmal machen ohne das. Also ich schnalze ohne, spanischen Schritt schnalze ich ohne, dass ich die Gärte zeige. Ja. 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 Ein spanischer Schritt ist bei uns auch in 14 Tagen drin. Ja. 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 Okay. Wir müssen das bis übermorgen geklärt haben. Aber wir haben tatsächlich, nee, das ist ganz witzig. Da siehst du das mal, wie verschieden die Wege sind. Nein. Es wird nicht so einheitlich gearbeitet, wie wir das vielleicht, oder wie ihr euch das wünscht. Es hat jeder so seine Art und Weise, mit dem Pferd umzugehen. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Wir klären das bis übermorgen. Ja. Und dann müsst ihr euch auf eins geeinigt haben, weil am Donnerstag beginnen wir mit dem Intensivkurs Spanischer Schritt. Da führen viele Wege nach Rom, aber einen werden wir uns dann mal genauer angucken. Wir werden uns auf einen einigen. Genau. Wie ist eure Gärtensprache? Genau.
Darf man mit der Gerte strafen? Also wenn du solche benutzt wie wir, kannst du ja machen. Brauchst du eine neue. Ich will mal wieder zum Schrank gehen. Ja. Du kommst ja auch an, was ist eine Strafe? Ja, wenn mein Pferd mal sage, nimm mal ein bisschen Abstand und tipp mal an und sag, geh mal zur Seite, ist das was anderes. Aber wenn mein Pferd, also angenommen, ich will ein Pferd tatsächlich beißen, echt beißen, ich glaube, dann wäre der Stock auch dran. Ja. Aber im Allgemeinen reicht es auch, wenn du mit diesem Stock dann einmal in der Luft so machst, dann nehmen die meisten schon richtig deutlich Abstand. Ich bin vorsichtig mit dem echten Strafen mit der Gerte, weil das ist ganz schnell, geht dann wieder das Vertrauen, was ich mir erarbeitet habe, nach hinten weg. Muss man sehr vorsichtig mit sein. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt auch nach eurer Idee gearbeitet haben oder mit uns durch die Intensivkurse gegangen sind, haben das so in Fleisch und Blut auch übergehen lassen, wie sie mit ihren Pferden und dem Lernverhalten umgehen, dass sie das nicht machen würden und andere Mittel und Wege suchen würden, weil sie würden sich diesen Weg des Zeigestocks damit verwehren, weil dann wäre vorbei, dann wäre das Ding anders konditioniert, weil der Weg ist dann relativ schnell. Und der ist schneller als die Konditionierung von Stimmhilfen und allen anderen Dingen, weil die Emotionen von dem Gärtenführer würde dann halt eben auch direkt mitkonditioniert werden. Und dann ist es ganz schnell, dass halt die Angst vor der Gerte auch da ist. Aber ich frage jetzt auch mal, ich meine, bis auf schnappende Pferde, was willst du denn bestrafen? Ja, zum Beispiel beim Führen überholen. Dass er dich über den Haufen rennen will. Ja gut, wenn das tatsächlich ist, dann würde ich mir auch vielleicht einen längeren Strick nehmen, dass wir damit machen. Oder Sache ist, das machst du dann nicht mit dem Strick, mit dem du auch führst, sondern mit der anderen Hand jeweils. Ja, da Beispiel, kommt dann das, was vor die Brust. Oder tatsächlich dann klopft. ein anderes Stöckchen nehmen, um da mal, das ist ja wirklich Grunderziehung, die dann vielleicht mal da sein muss. Das macht man dann nicht. Ja, also ein Dirigent wird garantiert auch nicht mit dem Stöckchen mit dem er sein Orchester dirigiert, wird er wahrscheinlich nicht einen Putzlappen vorne dran machen, die Ecken sauber machen in seinen Instrumenten. Da wird er wohl auch ein anderes Stöckchen für haben. Und da muss man auch gucken, was habe ich wofür. Ja. Okay. Wie oft tippt die Gerte bei euch das Pferd an pro Kommando? Also macht es Tipp oder macht es Tipp-Tipp? Also ich glaube schon, wenn ich mich mal so gerade selber beobachte, wenn ich so seitwärts gehe, in die Schulter rein und ich kriege die Biegung nicht ins Pferd, ich habe wieder mal schon Tipp-Tipp hinterm Schenkel. Ja, Tipp-Tipp. Ich mache auch zwei. Tipp-Tipp, ja. Aber für den spanischen Schritt definitiv nur ein. Definitiv nur ein. Und für die Piaffe auch nur einmal Tipp. Ja. Für Passage auf der Gruppe auch nur einmal alle paar Schritte. Ja, da ist nur einmal. Wo genau tippt ihr hin und wofür? Haben wir ja schon ein paar Sachen gesagt. Ja. Ne? Ich sehe euch öfter mit der Gerte streicheln. Was hat es damit auf sich? Das habe ich ja schon erklärt. Das ist ja nicht das Pferdes Feind. Das ist nur mein verlängerter Finger. Und meine Hand kann streicheln, die kann loben, die kann füttern, die kann natürlich auch mal Patsch sagen, hör auf damit. Aber die Gerte muss freundlich bleiben. Das Pferd darf keine Angst vor der Gerte kriegen. Deshalb ist für mich das ganz wichtig, nach der erfolgten Bewegung des Pferdes, wenn ich am Pferd etwas beibringen möchte, zum Beispiel ein Piaftritt oder sowas, dann sagt die Gerte auch brav gemacht und ich streiche damit das Pferd ab. Über den Po. Oder unterm Bauch auch lang oder so. Ja. Was tust du bei größter Panik beim Pferd? Mit der Gerte? Ja. So lange das Pferd damit streicheln, bis es das akzeptiert. Ich stelle das Pferd an die Wand, dass es nicht ausweichen kann und ich fange an, am Hals, an der Schulter, das Pferd zu berühren, zu streicheln, wirklich berühren, streicheln. Das kriege ich am ersten Tag schon hin, dass das Pferd sich komplett ablieben lässt mit der Gerte. Dass ich es überall berühren darf. Das ist eine separate Einheit. Wenn ich merke, mein Pferd hat Angst vor der Gerte, dann ist das ein, zwei Tage oder drei Tage. Ich habe gerade so ein Pferd. Das wird sogar aggressiv, wenn du die Gerte zeigst. Das will ich beißen oder auch treten. Und das habe ich jetzt seit anderthalb Wochen, habe ich jeden Tag Training mit dem Pferd. Streicheln, Gerte Streicheltraining. Und auch die Gerte von der einen auf die andere Seite bewegen zum Streicheln. Also jetzt nicht nur so streicheln, sondern
ich streichle dich jetzt hier, ich streichle dich jetzt da. Die ich bewegt streichle sich dich auch am die Kopf, Gerte. Ich streichle dich am Ohr, ich streichle dich überall. Und was tust du, wenn ein Pferd die Gerte komplett ignoriert? Ja, dann musst du ein bisschen doller tippen. Das ist so. Musst du ansagen, tipp, tipp, weich. Wenn da nichts kommt, musst du ein bisschen doller tippen, dass du klar. Das, so doll braucht man aber selten tippen, wie ihr das vielleicht erwartet. Das ist eigentlich eher der Moment, wann ihr tippt, dass das Pferd sich überrascht fühlt. Wenn es etwas erwartet, nimmt es das hin. Darüber haben wir auch schon gesprochen, über die Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung müsst ihr durchbrechen, nämlich in dem Moment tippen, wo das Pferd es nicht erwartet. Und plötzlich kommt es. Naja, und das Ding ist, wenn ihr mit einer Fiberglaspeitsche mit so einer weichen Gerte versucht, einen spanischen Schritt, also den Fuß zu touchieren, dann legt sich das Ding jedes Mal ums Bein. Und da gibt es Pferde, die sagen, okay, ich glaube nicht, dass du damit eine Absicht verfolgst. Das ist wohl wie eine Bremse, die mich gerade sticht. Am besten, ich halte mal ganz still. Da kann es wirklich sinnvoller sein, einen, ich sag's mal, stumpf fast einen Besenstiel zu nehmen, um wirklich damit anzuklopfen. Also einen Stock. Ich nehme einen Stock dafür. Das habe ich ja gesagt. Ein Stock, der nicht federt. Ja, damit genau. Ich genau in dem Moment antippen kann. Ihr braucht auch nicht lang sein. Für einen spannenden Schritt ist so ein Stöckchen 60 cm reicht vollkommen. Und dann erklärst du dem Pferd, wenn es das gar nicht kann, erstmal die Spielregeln und machst eben Wünschen, Bitten, Fragen, Fordern, dann Durchsetzen. Und dieses Durchsetzen wirklich klack, 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 bis irgendeine Reaktion kommt. Und wenn es nur ein kleiner Move durch den Körper ist, dem lobst du sofort. Und das muss gucken, von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Also man kriegt die ganz schnell dazu, dass man auch eine Erwartungsverletzung machen kann. Dass du sagst, wünschen, bitten, durchsetzen. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Damit er irgendwann nach Wünschen und Bitten schon mal eine Reaktion zeigt. Und das ist ja, wenn ein Pferd kein Verhalten zeigt, ist das Erlerntes hilflos. Das ist auch ein Verhalten. Das ist nämlich auch ein Verhalten. Das ist ein Duldungsverhalten. Ja. Und ich will ein Alternatives, ein anderes Verhalten. Und das darf ich nicht strafen. Wenn ich strafe, hemme ich Verhalten. Wenn das Pferd dieses Touchieren schon als Strafe empfindet, hemme ich weiteres Verhalten. Ich muss also so motivierend auf das Pferd eingehen, dass es sagt, so, sie will, dass ich irgendwas tue, dass es Verhalten zeigt. Bei der Gerte ist es, du warst, glaube ich, eher genau, du warst was nee, sagen. Mach mal ruhig. Bei der Gerte ist es ganz, ganz häufig, der häufigst gemachte Fehler ist, ich muss mich jetzt sehr zurücknehmen mit dem, was ich sage. Ja, bitte. Ich sage, touchier doch mal. Drei richtig auf dem Arsch sind das dann. Und dann sage ich immer, ich sage, Leute, Mensch, ihr sollt touchieren. Das ist eine Strafe, was ihr da macht. Und das geht so schnell bei manchen Leuten. Das ist unfassbar. Das ist kein Touchieren, das ist eine Strafe. Und damit, wenn ihr das immer so macht, oder, ihr Verhalten. Ja, das brüht auch die Pferde irgendwann ab. Die nehmen das einfach hin. Ja, das ist erlernt hilflos. Ja. Das hemmt Verhalten. Da kannst du dann drauf rumdreschen, was du willst. Da kommt keine Reaktion mehr vom Pferd. Und das sehe ich so häufig. Und ich sehe auch so häufig. Sind wir schon zum Schluss? Ja, ziemlich. Na, ich habe so noch häufig, zwei Sachen. Dass die Leute Gärten benutzen, Fiberglasgärten, die vorne ausgefranst sind. So, zum einen frage ich mich, ich gehe auch angeln und das tue ich auch mit Fiberglasruten. Was passiert, wie kriegt man das hin, dass die vorne so ausbinsen? Und Leute, ihr dürft eins nicht vergessen, wenn ihr mit diesen Dingern zudrescht, Fiberglas sind lauter kleine, Fasern. Spitze, scharfe Fasern. Es kann sein, die dringen in die Haut ein und die bleiben drinnen stecken. Die sind nämlich mit kleinen Widerhaken behaftet. So, das ist das eine. Das ist dieses Fiberglas-Scheißzeug. Und wenn wir jetzt gerade beim Fiberglas sind, da möchte ich etwas sagen, und da dürfen sich Mütter auch mal selber vielleicht dabei erwischen, mit ihren Mädchen zum Einkaufen zu fahren, zum Pferdediscounter, wo man alles günstig und billig kriegt. Und dann sehe ich immer, wenn die Mütter mit den Kindern aus diesem Laden rausgehen, was heißt immer, aber mehr als 50%, in der Tüte steckt eine Gerte, ja. Und die sind dann häufig auch rosa-rot, damit sind die ja niedlich und freundlich. Kinder und Teenager, die einen dieser Discounter verlassen haben, eine Tüte mit einer Gerte in der Hand.
Da mögen noch andere Dinge drin sein, Leckerlis oder Striegel, aber da ist eine Gerze drin. Das ist, als würde ich ein Stachelhalsband aus dem Fressnapf. Jedem Kind ein Stachelhalsband in die Hand drücken. So, oder die Jungs kriegen gleich schon mal ein Luftgewehr in die Hand. So, kann man üben. Ja, und dann in rosa mit Glitzer, genau. Ja. Und da müsst ihr wirklich mal drüber nachdenken oder auch mal Mütter vielleicht darauf hinweisen, wenn sie ihren Mädchen etwas kaufen, was das für ein Reitunterricht, den sie da genießen dürfen, ist, wenn man dem Kind als erstes schon mal eine Waffe kauft. Ja, dort werden ja die Gärten benutzt, um die Ponys vorwärts zu treiben. Ja. Die laufen ja nicht ohne. Das ist aber auch ein viel gehörter Satz tatsächlich in den Reithallen. Ne? Da muss jetzt eine Gerte dazu, der läuft sonst nicht. Mhm. Weiß ich nicht, Banjo oder wie er dann heißt. worauf ich noch gerade hinaus wollte, weil du hattest das vorhin schon mal erwähnt, also ist er verlängerter Zeigestock oder verlängerter Zeigefinger. Aber zu so einem Finger gehört ja auch noch mehr. Gerade auch in der Handarbeit, in der Bodenarbeit gehört noch ein Körper dazu, da gehört eine Körpersprache dazu. Das heißt, die Gerte alleine ist noch kein Auslöser. All das, was ich mit meinem Körper mache, wo ich hinschaue und dann den verlängerten Zeigefinger hinhalte, das ist dann der Ausdruck, der dann wirklich auch was bewirkt und der dann vielleicht auch bewirkt, dass die Gerte etwas auslöst, das vorher die Körpersprache schon angesagt hat. Weich mal. Wenn ich also hinten auf die Kruppe schaue und sage beim Seitengang, da soll die Kruppe vielleicht von mir wegweichen, dann reicht vielleicht mein Blick, meine Präsenz und mein in diese Richtung lehnen und dann kommt die Gerte und sagt einfach nur in die Richtung. Ne? Und ganz, dann brauche ich vielleicht wirklich schon gar nicht mehr touchieren, selbst bei also einem Pferd, das das gar nicht kennt. Wenn ich aber emotionslos und regungslos daneben stehe und nur die Gerte in der Hand habe und dann irgendwo gegenklopfe, dann kann das sein, dass halt dann das Pferd sagt, verstehe ich jetzt gar nicht, was ich tun soll. Man macht ja nichts. Ist ganz wichtig, was du gerade sagst, ja. Ergänzend, absolut. Total wichtig. Pferde werden sehr, sehr schnell verstehen, wenn wir auf ein bestimmtes Körperteil schauen, dass der Fokus drauf gerichtet ist. Ich habe auch noch eine ganz tolle, wichtige Frage. Ihr habt ja recht starre Naturholzgärten. Wie gelingt es euch, beim zweihändigen Reiten mit der Gerte über den Oberschenkel ans Pferd zu kommen? In dem Moment nehmen wir die Gerte in einer Hand, im Allgemeinen. Also dieses über den Schenkel rüber wichsen, was du vorhin gerade gesagt hast, das gibt immer einen Ruck im Maul. Das ist immer kombiniert mit Ruck im Maul. Das heißt, es ist eine Strafe vorne und wahrscheinlich, wenn du übers Bein rüber wächst mit der Gerte, ist es wahrscheinlich auch schon eine Strafe. Ja, es ist kein Touchieren mehr. Du musst ja ausholen, um überhaupt darüber zu kommen. Wir tun das nicht. Ja. Das haben wir uns komplett abgewöhnt. Das ist ja, heißt ja nicht, dass wir sowas nicht früher auch gemacht haben. Wir haben früher auch mit Fiberglasgärten geritten. Aber seitdem wir uns mit dieser Art der Reiterei beschäftigen und haben gemerkt, welchen Vorteil eine Naturholzgärte hat, haben wir es einfach sein lassen mit den anderen Stöckern. Wir haben auch mittlerweile ein ganzes Sammelsurium von all unseren Beak-Students. Irgendwann müssen wir eine Versteigerung machen. Ja, die bleiben immer irgendwie bei uns liegen. Die bleiben bei uns liegen. Da liegt ein ganzes Bund, habe ich gestern gesehen, bei uns im Reithaus. Und aufgegeben. Innerhalb der Woche steigen die dann alle so nach, darf ich mal ein Stöckchen von euch probieren? Und dann bleibt das Ding stehen da in der Ecke irgendwo bei uns. Ja. Heimlich entsorgt. Ja. So, wie entwöhnt ihr die Pferde von der Gerte? Keine Gerte, kein spanischer Schritt? Das habe ich ja gerade erklärt. Ja, gut. Das, es ist der Schnalzer. Es ist der Schnalzer, also der auslöst. Kenne Leute, die können mit ihren Pferden auf einer Pferdeshow keinen spanischen Schritt machen, wenn sie nicht zwei Gerten dabei haben. Und sie schlagen das Pferd links für den linken Vorderhuf und sie schlagen das Pferd rechts für den rechten Vorderhuf mit dieser Fiberglaspeitsche. Und zwar eine lange Seite lang. Da gibt es dann einfach mal 40 Hiebe mit der Fiberglaspeitsche für den spanischen Schritt. Das muss nicht Hiebe sein, aber klare Tipps. Ja, so. Nimmst du denen die Gerte weg, geht kein spanischer Schritt. Das kann es natürlich nicht sein. Das Pferd hat die Übung nicht verstanden. Eben, das ist, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, diese Konditionierung. Erst kommt der Schnalzer, dann kommt der Stock. Und mit dem Schnalzer kommt ja auch schon die Sitzhilfe. Zu der Sitzhilfe gehört ja auch eine Zügelhilfe. Es geht ja durch den gesamten Reiterkörper, was wir vorhaben, und dadurch auch durch den gesamten Pferdekörper. So, und wenn ich das nicht drauf habe, das zu konditionieren, dann ist es so, dass das Pferd abhängig wird vom Stock.
bestimmte Übungen nicht machen kann ohne diesen Knüppel. Ja, in dem Falle ist es leider für mich ein Knüppel. Das ist dann kein Hinweis mehr fürs Pferd. Wenn du wirklich jedes Mal zutippen musst für einen spanischen Schritt, wenn ein Pferd ein halbes oder ein Jahr lang trainiert ist und du musst immer noch antippen, haben wir irgendwas nicht ganz richtig gemacht. Wenn es einen spanischen Schritt macht, ist ja schon schön, aber wenn es den nur mit dem Stock macht, ist es nicht richtig gemacht worden. Ein Bekannter von uns, der wurde auf der Weltpferdemesse nach der Hop-Top-Show gefragt, entschuldigen Sie bitte, Herr, warum reiten Sie Ihr Pferd mit zwei Gerten? Und der war so schlagfertig immer. Der hat gesagt, weil ich keine dritte habe für eine dritte Gerte. Weil ich nicht drei Hände habe. Weil ich nicht drei Hände habe, sonst hätte ich drei Gerten. Okay, kleiner Insider. Eine letzte Frage habe ich für euch noch. Was denkt ihr über Reiten ohne Gerte? Mache ich oft. Ich reite auch oft ohne Gerte. Ja, wenn ich was in die Hand nehme und mache einen Waffengang oder arbeite mit der Garoccia oder irgendwas, habe ich keine Gerte, geht doch gar nicht. Ja. Genau. Ja. Zu Anfang einer Ausbildung gehört es ja dazu, aber dann kommt ja irgendwann auch der Tag, wo ich sage, wofür bilde ich denn mein Pferd aus? Ja gut, für manche ist natürlich der Weg das Ziel und das Pferd soll sich nur schön bewegen und es braucht ja für nichts nutzbar sein. Und dann kann man die Gerte auch immer dabei haben, das ist egal, aber für uns ist, wir haben ein Ziel bei den Pferden. Und von daher, aber wenn es einen Übergang gibt, wenn das Pferd noch nicht sehr weit ausgebildet ist und ich muss schon mal was vorführen, dann kann es auch schon mal sein, dass man noch eine Gerte mitnimmt. So, auch wir im Training dann haben es auch schon mal mit, wenn das Pferd noch nicht richtig pirouettieren kann und braucht noch auf einer Seite noch mal eine Hilfe hinten. Oder vorne an der Schulter. Vorne, dass wir auch bei dem Waffengang zum Beispiel mit der Lanze in der Hand auf der anderen Seite noch eine Gerte mit dabei haben, wo die Zügel in der Zügellande haben, um mal an der Schulter anzutippen oder so, weil wir, wenn wir wissen, vor allen Dingen ist das, bei uns ist es folgendes, wenn du vor Publikum reitest, eine Woche lang hintereinander und das Pferd geht jeden zweiten Tag eine Vorführung mit, dann gewöhnen die sich auch, wenn die noch nicht sehr weit trainiert sind, so ein paar Unarten an, wie zum Beispiel eine Pirouette auf die Schulter werfen oder so. Und da nehmen wir dann schon mal die in die Zügelhand eine Gerte und die Gerte einfach nur, die hängt an der Schulter runter oder drückt gegen die Schulter, um dem Pferd klar zu machen, schmeißt sie nicht auf die innere Schulter. Ja, auf den inneren Zügel in diesem Fall, genau. Ja. Oder eben auf den äußeren. Zwei Besonderheiten wollte ich noch ansprechen. Das eine ist das Reiten im Damensattel. Ja. Da setzt die Touchiergerte ja den äußeren Schenkel. Und wenn ich nun aber im Damensattel schwierige Sachen machen will, wie zum Beispiel im Waffengarten, und ich habe jetzt in der rechten Hand diese Lanze, mit der ich den Rinkel stechen will, dann kann ich da ja nicht auch noch die Touchiergerte haben. Da gibt es ganz virtuose Leute wie unsere Hofbereiterin Dorothea Glindmeier, die hat es einfach so gemacht, die hat dann also die Zügel einhändig, die Touchiergerte dann da drüben noch mit hin und die Lanze hier und kann dann mit der Zügelhand dann da auch nochmal ganz vorsichtig an der Schulter, zumindest denkt dir mal eine Gertenhilfe, liebes Pferd. Das bedarf ganz viel konstruktiver Zuarbeit vom Pferd. Du kannst dann nicht mehr korrekt die Hilfe geben, du musst die Hilfe andeuten und das Pferd muss sagen, ah, ich weiß schon, was du meinst, ich mache dir das. Und so kannst du dann, wie unsere Tochter Diana, mit ihrem Bonmot den Waffengarten komplett ohne Gerte, also ohne rechten Schenkel, ohne Gerte, im Damensattel einen kompletten Waffengarten mit Pirouetten reiten. Weil das Pferd sich die Hilfe denkt. Sagt, du brauchst mir da keine Gerte hinzuhalten, ich weiß, wie das geht. Das ist schon sehr cool. Dann haben wir natürlich auch noch, wenn wir Freiarbeit machen mit den Pferden, das ist so ein bisschen, da habe ich im Moment ganz viel Freude dran, stelle ich fest, dass wenn ich eine Gerte dabei habe, dass das Pferd eine bessere Arbeitsmoral hat, aber ich mag die Gerte da nicht bei haben. Und dann haben wir uns geeinigt, dann habe ich ein so langes, kleines Stöckchen. Das ist für ihn noch eine Gerte und für mich nur ein Stöckchen. Das kann ich mir hier ganz unauffällig versenken, dass wenn ich es mal brauche, um eine Richtung zu zeigen, dann habe ich ein Stöckchen dabei, aber es ist eben nicht so, womit ich ihn großartig erreichen kann, wenn er auf Distanz geht. Ja. Und dann gibt es dann ja noch das Fingertier, fällt mir gerade ein. Das dürft ihr mal googeln gleich. Das Fingertier.
Sucht mal, googelt mal das Fingertier. Das ist ein interessantes Viech. Es ist wunderschön. Das hat die Gerte immer dabei. Traumhaft schön und es hat einen Finger als Gerte. Traumhaft schön. Das ist traumhaft schönes Tier. Super süß. Wie niedlich. Wie Schleiereulen, Kinder. Die sind auch so schön. So laut. Ja, und schön. Und schön. So niedlich. Ja. Ironiemodus aus. Wieder mal. Ich habe noch für euch, wer von euch aus der Mitte Deutschlands kommt, für den 23. und 24. Juli einen ganz warmen, heißen Tipp. Wir haben dort einen Reitkurs und da geht es um Galopp. Und das ist ja ein Thema, das ganz viele immer noch, also mit Ängsten oder mit, da bin ich noch nicht so sattelfest, verbinden. Wir haben da 6 Reitschüler unterschiedlichen Ausbildungsstandes, mit denen wir, also natürlich auch an anderen Dingen, an Seitengängen, aber es geht in dem Seminar, in diesem Kurs um Galopp. Der Fokus ist auf Galopp, ja. Der Fokus ist auf Galopp und ich glaube, dass das für ganz viele von euch eine tolle Sache wäre. Findet statt in der Reitschule Neuenthal bei unseren lieben Freunden Thorsten Hoffmann und Christian Dunker. Anmeldungen hier über Facebook. Guckt da einfach mal Reitschule Neuenthal. Kann man nicht verfehlen, macht ihr mit denen Kontakt. 23. 24. Juli, also quasi übernächstes Wochenende. Könnt ihr als Zuschauer teilnehmen? Genau, als Zuschauer. Ja. Gut, habe ich auch. Dann sind wir durch für heute. Es war eine sehr schöne Runde, hat mir Spaß gemacht. Halbe Stunde wie immer. Ja, geschmeidig. Tatsächlich eine Stunde draus geworden. Mhm. Hättest du nicht gedacht, ne? Nee. Tatsächlich, ja. Man kann das ein bisschen ziehen und man kann das raffen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben für nächste Woche wieder ein tolles Thema. Ich glaube, das haben wir schon fertig, aber wir sagen noch nicht was. Das gibt es erst am Sonntag. Klar. Denn wir wollen möglichst nicht so viele Tagefragen sammeln, sonst schaffen wir es nicht in einer halben Stunde. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Tschüss. Mach's gut. Ciao.